Eine sehr behutsame Öffnung wird es, sagt der Bundeskanzler. Es gebe einen ganz sanften Optimismus, sagt der Vizekanzler. Ich begrüße Sie zu einer weiteren ZIP-Spezial zu den geltenden und künftigen Corona-Maßnahmen. Ein bisschen besser ist die Lage also geworden, aber weiterhin, die Zahlen sind hoch. Der harte Lockdown, der wird aber ab Montag wieder vorbei sein. Allerdings, es gibt viele Bereiche, die noch zubleiben. Die Details zu den einzelnen Regelungen, die werden in Kürze Finanzminister Gernot Blümel, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Bildungsminister Heinz Fassmann verkünden. Hier einmal ein Überblick über das, was uns erwartet. Die Pandemie ist nicht vorbei. Die Österreicher müssen weiter durchhalten, so die Botschaft heute. Wenn wir alles gleichzeitig öffnen würden, dann kann ich Ihnen die Garantie geben, dass wir sofort wieder ein explosionsartiges Ansteigen der Infektionszahlen hätten. Und deshalb folgen die Öffnungen nur zaghaft. Pflichtschulen sperren auf, die Oberstufen ausgenommen, die Matura-Klassen bleiben zu Hause, der Handel öffnet mit strengen Auflagen. Kultur und Sport müssen sich weiter gedulden. Bibliotheken und Museen sperren auf, nicht so Theater. Wir haben in 10 bis 14 Tagen oder ziemlich genau in 2 Wochen entlang der Beobachtung des Infektionsgeschehens die ganz klare Absicht, hier Näheres bekannt zu geben. Aber umgekehrt, so tragisch es ist oder klingen mag, bis 7. Jänner gibt es hier keine Perspektive. Und auch mit dem Tourismus im In- und Ausland sieht es schlecht aus. Wir werden vor den Weihnachtsfeiertagen mit einem sehr strengen Einreiseregime beginnen. Das bedeutet, dass man mindestens 10 Tage in Quarantäne muss und erst sich nach dem 5. Tag Quarantäne, wenn man nach Österreich einreist, erst freitesten kann. Skifahren geht, aber nur als Tagesausflug. Warum das Ganze? Es gibt 2 große Problembereiche zusätzlich noch, nämlich einerseits die Tatsache, dass viele, viele Operationen, die verschiebbar waren, jetzt schnell auch wieder nachgeholt werden müssen, aufgeholt werden müssen. Und der dritte Punkt ist, es wartet und es kommt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Mitte Dezember, Ende Dezember, wir können es nie präzis prognostizieren, die Grippewelle. Und deshalb sollte jeder jedes Treffen mit Bedacht wählen, auch wenn ab nächster Woche wieder ein anderer Haushalt besucht werden darf. Von der Opposition kommt heute einmal mehr Kritik am Vorgehen der Regierung in Sachen Corona. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ist gegen eine Maskenpflicht in der Unterstufe. Er sieht auch strenge Kontrollen der Einkaufenden kritisch und ortet Ungereimtheiten bei der Beschaffung der Schnelltests, die für die Massentestung eingesetzt werden sollen. Auch die SPÖ kritisiert heute das Krisenmanagement der Regierung, unter anderem die Tatsache, dass es nach wie vor sehr hohe Todeszahlen gibt und dass die Opposition bei Entscheidungen nicht eingebunden wäre. Fritz Dietelbacher hat jetzt die SPÖ-Vorsitzende Pamele Rendi-Wagner vor dem Mikrofon. Ja, so weitreichende Änderungen, wie sie heute wieder präsentiert wurden, sind natürlich nicht nur ein Thema für die Regierung, sie sind auch ein Thema für die Opposition. Und ich habe jetzt die Bundesparteivorsitzende der SPÖ bei mir für ein kurzes erstes Interview dazu. Frau Dr. Rendi-Wagner, Sie sind ja von Teilen der Regierung zumindest vorher informiert worden über die jetzt statthabenden Maßnahmen. Was sagen Sie dazu? Ja, Fakt ist, dass die tägliche Fallzahl noch immer aus medizinischer Sicht relativ hoch ist. Und deswegen ist es entscheidend, dass diese Lockerungsschritte nächste Woche schrittweise kontrolliert und behutsam erfolgen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass alle Öffnungen von Begleitmaßnahmen und sozusagen Sicherheitskonzepten begleitet werden. Das sind strenge Maskenregeln, zum Beispiel im Handel, Abstandsregeln im Handel, die eingehalten und auch kontrolliert werden müssen. Und auch Sicherheitskonzepte für die Schulen, zum Schutz der Lehrerinnen und der Lehrer und auch der Kinder. Zuletzt ist ja viel über die Gastronomie, über den Wintertourismus, über die Hotellerie gesprochen worden. Da wird jetzt nicht aufgesperrt vor Weihnachten. Das ist bis 7. Jänner mal geschlossen. Finden Sie diese Maßnahme, diese Verlängerung sozusagen dieses partiellen Lockdowns richtig oder nicht? Ja, wir sind eben noch auf einem sehr hohen Fallzahlniveau. Es ist zu erwarten, dass das nächste Woche niedriger wird. Wir hoffen das alle. Und aus meiner Sicht ist es absolut richtig, dass die Gastronomie jetzt noch geschlossen bleibt. Dieser Übergang, diese Öffnungen müssen langsam kontrolliert und schrittweise erfolgen. Dankeschön. Dankeschön, Fritz Dietelbacher. Und ich höre soeben, die Pressekonferenz der Fachminister im Bundeskanzleramt hat schon begonnen. Finanzminister Gernot Blümel ist am Wort. Bis 120.000 Euro Jahresumsatz gibt es die Möglichkeit einer Pauschalierung und auch die Möglichkeit, diese ohne den Steuerberater zu beantragen. Der Umsatzersatz ist eine
Maßnahme, die wir kurzfristig gesetzt haben, um die besonders schwierige Situation durch die neuerlichen Schließungen gerade vor Weihnachten abzufedern. Bei diesem Umsatzersatz haben bisher 71.886 Anträge Eingang gefunden mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Euro. Davon bereits ausbezahlt sind über 800 Millionen Euro worden. Diese Woche erfolgen die nächsten 450 Millionen Euro. Insgesamt beim Fixkostenzuschuss 1 und 2 plus Umsatzersatz sind mittlerweile Anträge von mehr als 2 Milliarden Euro eingegangen und mehr als 1 Milliarde Euro ist bereits an Unternehmen geflossen. Das hat sehr, sehr schnell funktioniert beim Umsatzersatz. Wir haben ja dieses Modell an sich auch in Anlehnung an die deutschen Ankündigungen gebaut, wo in Deutschland ja 75% des Umsatzes im Vergleichszeitraum ersetzt werden sollten. Haben hier einige Änderungen vorgenommen, etwas höher raufgegangen im November, haben auch eine nicht notwendige Gegenrechnung bei der Kurzarbeit festgelegt, aber auch, dass Unternehmen, die den Umsatzersatz beantragen, eine Arbeitsplatzgarantie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeben müssen. In Deutschland dauert die Beantragung noch ein wenig länger und bei uns fließen die Gelder schon seit einiger Zeit. Durch die Verlängerungen des Lockdowns, die aufgrund der Infektionszahlen notwendig geworden sind, werden wir für die Phase bis 31.12. den Umsatzersatz verlängern. Bis 50% im Vergleichszeitraum werden hier ersetzt werden. Diese Verlängerung ist einmalig, denn generell ist der Umsatzersatz ja ein Instrument, das kurzfristig zur Überbrückung dieser sehr schwierigen Situation aufgesetzt werden ist. Im Anschluss steht Fixkostenzuschuss 2 sowie auch der von der Kommission mittlerweile genehmigte Fixkostenzuschussrahmen bis 3 Millionen Euro für die sogenannte Verlustabdeckung zur Verfügung. Wie werden die Dezemberhilfen konkret beantragt werden können im Umsatzersatz? Die Bemessung ist eben vom 7. Dezember weg bis zum 31.12. 75% des Umsatzes aus dem Dezember 2019. Die Beantragung erfolgt, wie auch schon bisher, über Finanz Online. Bis inklusive 6.12. werden die aktuellen Umsatzersätze gewährt. Hier ist eine Beantragung bis 15.12. möglich und ab 15.12. wird dann umgestellt. Somit am 16.12. wird die Dezemberphase beantragbar gemacht. Das ist ein komplexerer Prozess, die Maske offline zu nehmen, neu zu programmieren und dann wieder online zu stellen. Wir schauen, dass wir das in der Zeit vom 15. bis 16. Dezember bewerkstelligen können. Die Dezember-Umsatzersätze werden dem Staat rund 1 Milliarde Euro zusätzlich kosten. Wir wissen, dass das eine sehr herausfordernde Situation ist und deswegen glauben wir, dass wir mit diesen Maßnahmen einen richtigen Schritt gesetzt haben, um eben auch die prekäre Situation in dieser normalerweise sehr umsatzstarken Zeit abzufedern. Darüber hinaus werden im Dezember alle weiteren Hilfen beantragbar gemacht, wie zum Beispiel eben der bis zu 3 Millionen Euro genehmigte Fixkostenersatz von der Kommission. Darüber hinaus arbeiten wir an der noch etwas komplexeren Lösung zum Thema Vorlieferanten. Das ist einer der Gründe, warum in Deutschland die Systematik noch nicht beantragbar ist, weil natürlich schwerer feststellbar ist, welche Unternehmen mit welchen geschlossenen Unternehmen Umsätze gemacht haben. Das zu differenzieren und dann zu bewerten, ist etwas komplexer als die pauschale Lösung, die wir im Umsatzersatz gefunden haben. Und daher werden wir da noch ein wenig brauchen. Vielen Dank. Finanzminister, Frau Tourismusministerin. Geschätzte Damen und Herren, wir haben speziell in der letzten Woche eine sehr emotionale Debatte über den Wintertourismus in Österreich geführt. Wir haben vor allem eben auch eine sehr unterschiedliche Betrachtungsweise in ganz Europa gesehen, was Wintersport bzw. Wintertourismus betrifft. Für uns in Österreich, und lassen Sie mich das wirklich auch explizit dazu sagen,
ist der Wintertourismus ein erheblich wichtiger Wirtschaftsfaktor. Speziell im Winter sind es im Westen tausende Betriebe, die davon abhängen, dass wir Gäste bewirten können, dass wir sie in unserem Land begrüßen können. Der Tourismus macht in Österreich gemeinsam mit der Freizeitwirtschaft rund 15% der Wirtschaftsleistung aus. Und rechnet man die gesamte Wertschöpfungskette dazu, dann sind es rund 750.000 Beschäftigte, die eben auch in diesen Sektoren Arbeit finden. Das ist für uns wirklich ein erheblich wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir haben aber natürlich auch gesehen, dass durch die steigenden Infektionszahlen der erste Lockdown-Schritt notwendig war. Das hat vor allem diese Branchen ganz besonders betroffen, auch die Veranstaltungsbranche. Und wir versuchen jetzt mit den weiteren Öffnungsschritten wirklich auch sehr behutsam vorzugehen, vor allem die Infektionszahlen, das Infektionsgeschehen auch immer wieder im Auge zu behalten. Der Finanzminister hat es bereits angesprochen und an dieser Stelle wirklich ein großes Dankeschön für die Möglichkeit, hier den Unternehmen, den Betrieben, den vielen auch sehr kleinen Betrieben, die viele Beschäftigte in Österreich eben auch haben, bestmöglich auch unter die Arme zu greifen. Wir haben die richtigen Instrumente für die Betriebe und ihre Mitarbeiter entwickelt, vor allem eben auch der Umsatzersatz im Monat November, der jetzt verlängert wird, auch auf den Lockdown im Dezember, bietet den Betrieben die Möglichkeit, notwendige Liquidität auch zu haben, um über diese Zeit zu kommen. Gleichzeitig der Fixkostenzuschuss, der auch weiterhin ein ganz entscheidendes, wichtiges Instrument der Wirtschaftshilfe darstellen wird und vor allem eben auch die Kurzarbeit. Die Kurzarbeit unterstützt vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tourismusbranchen, vor allem eben auch in der Gastronomie. Da sprechen die Zahlen für sich. Allein in der Gastronomie und Hotellerie sind bisher mehr als 20.000 Anträge abgewickelt worden und rund 540 Millionen Euro auch ausbezahlt worden. Das heißt, fast ein Drittel der Kurzarbeit fällt eben auch auf die Branche Tourismus und Gastronomie. Was die Infektionszahlen angeht, sind wir zurzeit noch an einem Punkt, wo wir nicht vollständig öffnen können. Das ist uns absolut bewusst. Das heißt, die Öffnungsschritte gehen behutsam vor sich. Aber, und das ist das Entscheidende, Österreich wird die Möglichkeit schaffen, dass es heuer zu Weihnachten eben auch Skifahren gibt, dass eben auch die Seilbahnen öffnen, dass wir vor allem eben auch für die Österreicherinnen und Österreicher, für die Tagesgäste, für die Ausflüger diese Möglichkeit schaffen. Wir sind die Skifahrernation Nummer eins. Die Pisten sind jetzt schon auch in Vorbereitung. Und viele sind schon seit Monaten sehr gefordert. Die Corona-Pandemie ringt uns allen sehr viel ab. Sehr viele in der Bevölkerung wünschen sich einfach auch einen Tapetenwechsel, Erholung und vor allem eben auch Sport an frischer Luft. Und mit dem Aufsperren der Skigebiete werden wir das auf jeden Fall auch ermöglichen. Die Gastronomie und die Hotellerien werden ab 7. Jänner wieder öffnen können. Und dafür wird es eben auch den dringend notwendigen Umsatzersatz geben, der eben bei rund 50% für den Dezemberumsatz des Vorjahres berechnet wird. Unmittelbar daran anschließend steht der erweiterte Fixkostenzuschuss allen Betrieben zur Verfügung, um laufende Kosten auch abdecken zu können. Wir wissen, dass vor allem eben auch der Wintertourismus sehr stark von internationalen europäischen Gästen abhängt. Nachdem die Corona-Situation in nahezu allen Ländern Europas ähnlich gelagert ist wie in Österreich, müssen wir auch davon ausgehen, dass die Wintersaison eine sehr, sehr schwierige wird. Der Fixkostenzuschuss wird hier auf jeden Fall auch bestmögliche Unterstützung bieten. Selbstverständlich wird auch für dieses Monat die Kurzarbeit sowie im November weiter verlängert. Also für die Betriebe besteht die Möglichkeit, die Mitarbeiter eben über 100% oder mit 100% auch in die Kurzarbeit überzubringen. Für die Gastronomie wird weiterhin auch die Abholung von Speisen und Getränken in der Zeit von 6 bis 19 Uhr möglich sein. Mit einer Einschränkung, was die Abgabe von offenen alkoholischen Getränken betrifft. Wir haben, glaube ich, speziell auch am Wochenende eine sehr schwierige Situation vorgefunden, was diverse Takeaway-Punschstände betroffen hat. Also das wird in Hinkunft nicht mehr möglich sein. Auch Christkindlmärkte, wie man es eigentlich vor allem aus der Vorweihnachtszeit kennt, sind mit dem derzeitigen Infektionsgeschehen nicht vereinbar. Müssen leider auch geschlossen bleiben.
Österreich hat ebenso wie viele andere Staaten auch Reisewarnungen und vor allem eben auch Einreisebeschränkungen verhängt. Die werden eben vor allem eben seit oder mit Mitte Dezember entsprechend auch ausgeweitet. Wir setzen hier sehr bewusst bis Weihnachten sehr strenge Maßnahmen, die vor allem dem Ziel dienen, die Infektionsketten weiter zu durchbrechen, um mit 7. Jänner in Österreich dann eben auch eine Wintersaison für möglichst viele Gäste zu ermöglichen. Was die Reisewarnungen betrifft, wir werden dafür ein transparentes und vor allem auch zahlenbasiertes System anwenden. Für Länder mit einer 14-Tages-Inzidenz unter 100 ist die Einreise ohne Einschränkungen möglich. Es braucht ansonsten eine 10-tägige Quarantäne beziehungsweise nach 5 Tagen die Möglichkeit, mittels eines PCR-Tests sich auch frei zu testen. Wir sind, was die Tourismusbranche betrifft, sehr gut vorbereitet, was die Corona-Pandemie betrifft. Wir haben mit der Tourismusbranche gemeinsam im Sommer schon Regeln für den sicheren Wintertourismus erarbeitet. Vor allem eben auch das Après-Ski-Thema klar geregelt und gelöst. Das wird es in Österreich in dieser Form heuer nicht geben. Wir haben vor allem eben auch mit der Seilbahnwirtschaft intensive Gespräche geführt. Auch hier gibt es sehr konsequente, strikte Regeln, was die Beförderung dann eben auch der Skifahrer auf die Pisten betrifft. Wir werden auch hier eine Kapazitätseinschränkung für geschlossene Kabinen vornehmen mit dem Wiederaufsperren. Und ich darf an dieser Stelle wirklich ein ganz großes Dankeschön der gesamten Tourismusbranche aussprechen, der Veranstaltungsbranche aussprechen, vor allem auch der Gastronomie. Es ist eine außergewöhnliche Situation, die allen sehr viel abverlangt. Es sind zigtausende Lokalbetreiber, Gastronomen, Hoteliers, Privatzimmervermieter, die dafür leben, dass sie Gäste bewirten, dass sie Österreich zu einem der erfolgreichsten Tourismus- und Kulinarikländer der Welt machen. Und natürlich leiden die alle auch sehr unter der derzeitigen Situation, den Einschränkungen und natürlich auch der Perspektive, dass diese Corona-Pandemie uns auch noch in den nächsten Monaten fest im Griff behalten wird. Wir werden von Seiten der Bundesregierung alles dafür tun, diese Branche bestmöglich zu unterstützen, die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich unterstützen, damit wir eben auch aus dieser Zeit herauskommen. Mein dringender Appell zum Schluss betrifft vor allem auch die Massentestungen. Die sind ja vor allem eben auch für die nächsten Tage in Österreich geplant. Unser wirklich wichtiges Ziel ist, dass wir bis Weihnachten auch hier möglichst viele Infizierte herausfinden, damit wir sie isolieren können, noch schneller eben auch mit den Infektionszahlen nach unten kommen, um dann halt eben auch ein sicheres Wiederaufsperren ermöglichen zu können. Vor allem Hotellerie und Gastronomie hängen sehr stark davon ab, dass eben auch ein sicheres und gesundes Konsumieren möglich ist und deswegen wirklich auch die dringende Aufforderung, an diesen Massentests teilzunehmen. Vielen herzlichen Dank. Danke, Frau Bundesministerin. Herr Bundesminister, bitte. Ja, meine Damen und Herren, vor 2,5 Wochen bin ich hier gestanden, um Ihnen mitzuteilen, dass wir den Präsenzunterricht aussetzen müssen. Meine Kinder haben mich nachher gefragt, warum ich so zerknirscht ausgesehen habe. Heute müssen meine Kinder, glaube ich, zufriedener mit mir sein, denn die Schule kehrt auch als sozialer Ort zurück. Mit großem Respekt vor dem Virus, mit verstärkten Schutzmaßnahmen und mit Vorsicht. Die Rückkehr zur Präsenzlehre ist keine Abkehr vom Distance Learning. Dieser hat, denke ich, unzweifelhaft besser funktioniert als im Sommersemester, so zumindest die Rückmeldungen, die ich erhalten habe. Aber es ist auch klar, dass Distance Learning den Präsenzunterricht begleiten kann, aber nicht ersetzen kann. Lehrer und Lehrerinnen bleiben, wenn sie so wollen, die Schlüsselarbeitskräfte im Bildungssystem. Und mein herzlichen Dank gilt all Ihnen für Ihre tägliche Arbeit. Was ändert sich ab Montag? Die Volksschulen kehren in den Präsenzunterricht zurück. Der Regelbetrieb wird wieder aufgenommen. Das Infektionsgeschehen ist hier am geringsten, aber die Betreuungsnotwendigkeit auch wieder am höchsten. Das zeigen uns auch die Zahlen der letzten Wochen. Die Unterstufe nehmen den Regelbetrieb ebenso wieder auf. Die 10- bis 14-Jährigen brauchen einander. Und das selbstständige Lernen funktioniert, aber es funktioniert eingeschränkt. Und Homeschooling und Homework
ist in dieser Altersgruppe insbesondere für die Eltern eine große Herausforderung. Auch die Maturantinnen und Maturanten und die Abschlussklassen anderer Schultypen kehren in den Präsenzunterricht zurück. Ist, glaube ich, eine Notwendigkeit für Sie, ist ja dieses Schuljahr, das letzte Schuljahr, immer ein ganz besonderes. Die übrigen Klassen der Sekundarstufe und natürlich auch die Hochschulen insgesamt verbleiben noch im Distance Learning. Ich sage es offen, hier fällt die Balance zwischen Gesundheitsschutz und dem Recht auf Bildung besonders schwer. Mir ist klarerweise bewusst, dass die Oberstufenschüler schon relativ lang im Distance Learning sich befinden. Auf der anderen Seite haben sie einer der höchsten 7-Tage-Inzidenzen, deutlich höher als die Jüngeren. Mit fast 600 vor Beginn des Lockdowns war das schon bedeutsam und nur noch übertroffen von den Studierenden. Aber Sie, die Oberstufenschüler, aber auch die Studierenden können wahrscheinlich am besten selbstständig lernen und daher ist das für diesen Zeitraum auch noch zuzumuten. Wir schaffen gleichzeitig auch die Möglichkeiten, dass Schüler und Schülerinnen der Oberstufe in kleinen Gruppen an den Standorten zurückkommen können, entweder für einen Praxisunterricht im Bereich der berufsbildenden Schulen oder auch in Vorbereitung vielleicht für spätere Schularbeiten. Dringende Schularbeiten können auch stattfinden, wenn das aus pädagogischen Gründen notwendig und sinnvoll ist und wenn es auch entsprechende Räumlichkeiten gibt, wie Turnsäle, Festsäle, wo man Hygieneregeln einhalten kann. Was ich Mitte November gesagt habe, gilt auch heute. Wir machen weiter, aber wir müssen anders weitermachen als bisher. Schüler und Schülerinnen werden ab der Sekundarstufe, also ab der Unterstufe und der Mittelschule, Masken im Unterricht tragen. Das ist eine heikle Angelegenheit, gar keine Frage. Aber bevor wir den Präsenzunterricht aufgeben, ist mir dieses gelindere Mittel lieber. Die Lehrkräfte tragen im Gleichklang mit den Kindern auch Maske. Das kann ein normaler Mund-Nasen-Schutz sein, aber auch eine FFP2-Maske, wenn sich Lehrende oder Schüler besonders schützen wollen oder auch wenn der Infektionsstatus unbekannt ist. Die Testungen der Lehrkräfte, das ist eine zweite Maßnahme, um einen sicheren Schulbeginn wieder gewährleisten zu können, am kommenden Wochenende helfen uns, möglich infizierte Lehrer und Lehrerinnen, die das gar nicht wissen, aus dieser Infektionskette herauszunehmen. Sie können damit sozusagen Schüler und Kollegen nicht mehr anstecken. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich appelliere auch an die Kollegen und Kolleginnen, sich testen zu lassen und an dieser Aktion teilzunehmen. Wir werden diese Testungen regelmäßig durchführen. Nur dann machen sie tatsächlich einen Sinn, denn Tests wie Antigentests sind eben Momentaufnahmen, die heute gelten, aber morgen schon wieder nicht mehr. Wir werden gemeinsam mit den Ländern und kombiniert mit anderen Screenings hier dafür Sorge tragen, dass Lehrer und Lehrerinnen regelmäßig getestet sind, um so auch den Anstieg der Infektionen zu verlangsamen und vielleicht auch die Zeit bis zur ersten Impfung und Impfmöglichkeiten zu überbrücken. Wenn Sie so wollen, das Licht am Ende des Tunnels ist ja tatsächlich schon sichtbar. Was wir auch gemacht haben und was wir ab nächsten Montag in das Regelsystem überführen, wir haben Testungen im Verdachtsfall überprüft und pilotiert. Also in einer Schule tritt ein Verdachtsfall auf und es wird ein mobiles Testteam zur Schule kommen, relativ schnell und dann mit Hilfe von Antigentests auch unmittelbar feststellen können, liegt eine Infektion vor oder nicht. Alle Länder machen hier mit, das ist sehr wichtig. Schnell testen, Antwort geben, ist eine gute Nachricht. Der Unterricht kann weitgehend ungestört dann stattfinden. In den Schulen selber wird es keine Schulveranstaltungen geben, wo externe Personen kommen können. Der Turn- und Musikunterricht findet im Freien statt. Und wenn das nicht möglich ist, dann wird Theorieunterricht stattfinden. Wir werden mit den Gemeinden, ich habe die Gemeinden gebeten, Räume, die in der Nähe von Schulen sich befinden, benutzen zu können, damit vielleicht kleinere Klassenräume durch größere Festsäle ersetzt werden. Da gibt es gute Beispiele.
Und wenn hier Bürgermeister sozusagen Sorge haben, wie es mit der Haftungsfrage steht, unsere Bildungsdirektionen stehen hier beratend zur Seite. Wir finden kreative Lösungen. Und eine Befürchtung möchte ich auch noch zerstreuen. Kommt auf die Schülerinnen und Schülerinnen jetzt eine Flut an Tests und Schularbeiten zu? Nein. Wir schreiben fest, dass in diesem Semester nur eine Schularbeit pro Fach notwendig ist. Und wir verweisen auch auf die anderen Möglichkeiten der Leistungsfeststellungen, Wiederholungen, Mitarbeit, Hausübungen. Mein Schlusswort. Die Abwägung zwischen dem Recht auf Bildung und dem Gesundheitsschutz aller in der Schule tätigen Personen ist ausgesprochen schwierig. Ein Wir lassen die Schule einfach zu und ein bedingungsloses Öffnen, koste es, was es wolle, sind aus meiner Perspektive keine brauchbaren Optionen. Wir müssen hier eine Balance finden. Und ich glaube, wir haben mit diesem Paket auch eine Balance gefunden. Ich weiß jetzt schon, manche werden sagen, nein, das geht nicht weit genug. Und andere werden sagen, das ist viel zu viel. Aber die Mehrheit wird hoffentlich meinen, gut so. Danke, Herr Bundesminister. Herr Stacher, erste Frage. Ja, Herr Finanzminister, wie teuer kommt den Staat jetzt Weihnachten ohne Skitourismus? Und Herr Bildungsminister, wie sieht es mit Turnunterricht, Musik und unverbindlichen Übungen aus? Findet das auch ganz normal statt? Die budgetären Mehrkosten für die Verlängerung des Umsatzersatzes in den Dezember hinein wird rund 1 Milliarde Euro kosten. Differenzierte Zahl für Weihnachten, für den Skitourismus selbst haben Sie nicht? 1 Milliarde Euro für den Dezemberumsatz, so wie er jetzt aufgesetzt ist. Für den Zeitraum vom 7. weg bis zum 31. genau der Zeitraum, der von der Verlängerung des Umsatzersatzes umfasst ist. Turn- und Musikunterricht im Freien, wenn das nicht möglich ist, weil vielleicht die klimatischen Bedingungen dies nicht zulassen, dann kann durchaus so etwas wie Theorie der Musik, Geschichte der Musik durchgenommen werden. Oder wenn wir einen Turnsaal haben, dann kann, wenn Sie so wollen, ohne Kontakt zum anderen am Platz stehend bestimmte Dinge durchgeführt werden. Das Wesentliche ist klarerweise wieder Einhalten der Hygieneregeln. Nächste Frage. An den Herrn Fassmann. Die Lehrergewerkschaft, die hätte gerne so einen Schichtbetrieb gehabt an den Schulen. Warum kommt das jetzt nicht? Und müssen Lehrer, wenn sie negativ getestet werden, zum Beispiel dann auch die Maske tragen? Der Schichtbetrieb ist eine Möglichkeit, wurde auch geprüft. Aber Schichtbetrieb hat den Nachteil, dass wir dann, gerade dann, wenn es Mehrkindfamilien sind, oft sozusagen nicht synchrone Betreuungssituationen haben. Der Schichtbetrieb hat gerade in Haushalten zu einer deutlichen Stresssituation geführt. Ich meine, dass diese Lösung jetzt eine bessere ist. Wir schauen, dass wir die Klassen unter einwandfreien hygienischen Bedingungen, eben auch mit einem Mund-Nasen-Schutz, das ist ja anders, belassen können und dort einen Unterricht durchführen. Das ist unzweifelhaft der Mund-Nasen-Schutz auch ein Preis dafür. Es ist mir gar keine Frage, dass hier wieder unter gesicherten Bedingungen Unterricht stattfindet. Und Ihre zweite Frage. Also ich kann hier nur sagen, wer sich nicht testen lässt, wo der Infektionsstatus unbekannt ist, dort würde ich ersuchen, dass dass Maske getragen wird, und zwar eine FFP2-Maske getragen wird, nicht nur ein normaler Nasen-Mund-Schutz. Ich achte, es ist ein Akt auch der Solidarität anderen gegenüber. Lehrer begegnen Kindern, aber Lehrer begegnen auch den Kollegen. Und wenn man nicht genau weiß, ob man hier nicht infektiös ist, dann möge man vorsichtig sein. Nächste Frage, Herr Bartholin. Ich hätte an den Herrn Fassmann drei Fragen gleich, wenn Sie gestatten. Die erste ganz konkret nochmal, wann und unter welchen Bedingungen kehren alle Oberstufenschüler zurück an die Schule? Und Sie haben es schon angesprochen, das sind die Gruppen, die eigentlich nur fast 10 Wochen an den Schulen verbracht haben, eigentlich seit März. Da gibt es einiges an Nachholbedarf, haben auch viele Eltern das Gefühl. Wie wird das kompensiert? Wie soll das kompensiert werden in der nächsten Zeit oder wenn die wieder an die Schule kommen?
Und dann haben Sie vorhin davon gesprochen, dass das Distance Learning besser funktioniert hat. Jetzt in den letzten Wochen haben Sie das auch immer wieder gesagt. Worauf basiert diese Aussage? Gibt es dazu Untersuchungen, Studien, die Sie gemacht haben, oder ist das eine persönliche Wahrnehmung von Ihnen? Bei der zweiten Frage geht es mir manchmal so wie den Journalisten. Auch ich habe relativ kleine Beobachtungssamples. Hier gibt es noch keine Studie, wie dieser Distance-Learning-Prozess der letzten Woche stattgefunden hat und wie gut er war. Das sind auch Rückmeldungen. Sie haben Rückmeldungen, ich habe Rückmeldungen. Mein Eindruck ist tatsächlich, es hat besser funktioniert. Ideal ist die Welt niemals. Gar keine Frage, aber es hat besser funktioniert, weil wir auch in den Sommermonaten viel getan haben an Vorbereitungsarbeiten. Stichwort Lernplattformen, Stichwort Weiterbildung der Lehrenden, Stichwort aber auch eine neue Software über unterschiedliche Plattformen gelegt. Distance Learning hat besser funktioniert, aber ich habe auch sage auch dazu, Distance Learning ist eben kein vollständiger Ersatz für die Präsenzlehre. Die Oberstufenschüler liegen mir genauso wie die Maturanten sehr am Herzen. Gar keine Frage. Wir haben jetzt diese Regelung und diese Regelung gilt bis sozusagen bis Beginn der Weihnachtsferien. Dann müssen wir sowieso Bilanz ziehen und sagen, wie wird es dann auch im Jänner mit den Oberstufenschülern weitergehen. Ich habe gesagt, dass es möglich ist, kleinere Gruppen von Oberstufenschülern in die Schule zu holen, damit man dort in bestimmten Formen des Unterrichts weiterkommt. Weiß nicht, eben wie gesagt, im Werkstättenunterricht beispielsweise, aber auch zur Vorbereitung von eines neuen Stoffgebietes oder auch zur Vorbereitung von Schularbeiten. Kleine Gruppen können zurückgehen. Aber die wesentliche Frage ist sicherlich, was machen wir dann, wenn alle zurückkommen können? Und da wäre es genauso tun wie auch die Maturanten. Wir werden so etwas wie Ergänzungsunterricht und Förderunterricht intensivieren müssen. Also das ist gar keine Frage. Wir müssen schauen, dass das, was in den vergangenen Wochen durchgemacht wurde, aber nicht so, wie es vielleicht sein sollte, könnte, über diese zwei Maßnahmen, verstärkter Förderunterricht und einen verstärkten Ergänzungsunterricht nachzuholen. Da werden wir auch die Hand nehmen müssen, nur weil der Finanzminister ja gleich neben mir steht. Aber es gibt auch vermehrte EU-Mittel dafür. EU-REACT beispielsweise ist ein Fonds, den man ganz gut dafür heranziehen kann. Da wird es von mir auch noch eine Konzeption geben, die ich gerne auch den Medienvertretern vorstelle. Frau Singer, bitte. Eine Nachfrage zu dem Aufholen. Wenn Sie sagen Ergänzungsunterricht, wäre es aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass zum Beispiel die Sommerferien dann auch verkürzt werden, um das aufzuholen, was jetzt auch verpasst worden ist im ersten und zweiten Lockdown? Und die zweite Frage wäre noch, jetzt müssen Lehrer, die sich nicht testen lassen, keine FFP2-Maske tragen. Wieso jetzt doch nicht? Sie haben es vor ein paar Tagen anklingen lassen, dass das eine Verpflichtung sein könnte. Nein, das Erste habe ich gerade gesagt. Ja, Lehrer, die sich nicht testen lassen, deren Infektionsstatus unbekannt ist. Bitte? Nur eine Empfehlung jetzt. Naja, es ist schwierig, also es ist auch schwierig dann festzustellen, wer hat sich testen lassen, weil jetzt manchmal die Lehrertests auch in Massentests einfließen. Und zum Zweiten ist es auch eine dienstrechtliche Frage, dies anzuordnen. Aber für mich ist es auf der anderen Seite. Und das Einmahnen eines solidarischen Verhaltens ist, glaube ich, etwas, was man durchaus tun kann. Und das ist ein solidarisches Verhalten dem Gegenüber, gleichsam mit einer Sicherheit auch gegenüberzutreten. Ich infiziere dich nicht und umgekehrt auch nicht. Und das Erste ist Sommerferien. Naja, die Sommerferien ist keine Lösung, weil dann ist ja das Schuljahr schon vorbei, wenn ich dann erst den Förderunterricht ansetze. Ich muss den Förderunterricht vorher ansetzen, nämlich im Laufe des Winters, des verbleibenden Winters und des ausstehenden Sommersemesters. Dort wird er auch angesetzt werden. Gibt es weiter? Soweit Bildungsminister Heinz Fassmann. Sie haben gerade eine Pressekonferenz gesehen vom Bildungsminister, vom Finanzminister und von der Tourismusministerin. Zu den Details
die in den kommenden Wochen in Österreich gelten. Noch einmal zusammenfassend: Ab Montag wird der harte Lockdown beendet. Die Schülerinnen und Schüler der Pflichtschulklassen und der Maturaklassen kehren wieder an die Schulen zurück. Die Geschäfte, der Handel sperrt wieder auf. Museen und Bibliotheken sperren auch wieder auf. Zu den Weihnachtsferien werden auch die Skilifte ihren Betrieb aufnehmen. Allerdings Gastronomie und Hotellerie, die bleiben weiterhin geschlossen, und zwar bis zum 7. Jänner. Finanzminister Gernot Blümel hat soeben ausgeführt, wie die Betriebe, die noch geschlossen bleiben müssen, Umsatzersatz beantragen können. Der sinkt allerdings im Dezember von 80% auf 50%, errechnet mit Mehrkosten von 1 Milliarde Euro dabei. Tourismusministerin Elisabeth Göstinger hat gemeint, Skifahren in den Weihnachtsferien wird möglich für Einheimische und für Tagestouristen. Und ab 7. Jänner soll dann die Hotellerie auch wieder aufsperren, sollen dann die strengen Einreisebeschränkungen gemildert werden. Dann erwartet man auch wieder ausländische Gäste. Und Bildungsminister Heinz Fassmann hat soeben erläutert, unter welchen Bestimmungen die Schulen ab Montag wieder aufsperren. Da müssen die Kinder ab der Unterstufe bzw. der Mittelstufe Mund-Nasen-Schutz tragen im Unterricht, die Lehrenden sowieso. Die Schüler der Oberstufenklassen, mit Ausnahme der Maturaklassen, die lernen weiterhin zu Hause, weil die das auch am besten können, einfach von ihrem Alter her schon und auch nicht mehr betreut werden müssen. Und sollte es bei Ihnen eine Schularbeit notwendig sein, dann kann diese Schularbeit zum Beispiel in einem Turnsaal abgehalten werden. Überhaupt wollte der Bildungsminister auch die Sorge zerstreuen, dass jetzt ganz, ganz viele Schularbeiten oder Tests auf die Schüler zukommen. Er sagt, eine Schularbeit pro Fach in diesem Semester wird reichen, und sonst werden sich die Unterrichtenden auf andere Möglichkeiten der Beurteilung konzentrieren. Wie gesagt, das waren die Details zu den Maßnahmen, wie sie ab Montag gelten. Besonders umstritten, besonders mit großer Erwartung war ja begegnet worden, was mit den Schulen passiert, ob die Schülerinnen und Schüler wieder in die Klassenräume zurückkehren können. Und Margit Feigl hat sich für uns umgehört, was jetzt Lehrer, Eltern und auch Schüler zu diesen Neuerungen sagen. Ja, so ist es. Es waren viele Möglichkeiten im Vorfeld. Thema sind besprochen worden. Jetzt hat Bildungsminister Fassmann angekündigt, die Schule kehrt als sozialer Ort wieder zurück. Die Direktorin der Rahlgasse, eines Bundesgymnasiums, Bundesrealgymnasiums, Gymnasiums im 6. Wiener Gemeindebezirk, freut sich über die neuen Nachrichten und spricht von einer fröhlichen Botschaft. Ich möchte Sie fragen, warum sie das denn so wahrnimmt. Weil wir auch der Meinung sind, dass Schule ein sozialer Ort ist. Es freut uns, dass der Herr Bundesminister das auch so sieht. Und ich freue mich, dass alle Unterstufenkinder nächste Woche wieder da sind und auch, dass die Maturanten und Maturantinnen wieder ganz normal in die Schule kommen können. Warum war das Ihrer Meinung nach im Moment schon so notwendig? Für die Kleinen ist es zu Hause schwierig gewesen. Jetzt 3 Wochen ist gegangen, aber viel länger, glaube ich, wäre das nicht möglich gewesen, wirklich das Distance Learning zu machen. Die Kinder lernen sehr viel voneinander. Es ist nicht so, dass man immer nur allein arbeiten kann, wenn man 11, 12, 13 ist oder nur mit dem Computer im Online-Unterricht. Der hat natürlich auch Grenzen. Und die Kinder brauchen den sozialen Kontakt und sie brauchen auch den direkten Kontakt mit den Lehrpersonen. Das ist unser Job, dass wir in der Beziehung arbeiten und dass die Beziehungsfähigkeit das Wichtigste ist, was wir in der Schule auch zu vermitteln haben. Und wenn in der Schule weiter Wissen vermittelt werden soll, ich spreche jetzt nochmal die Maturanten an, wie notwendig war das für Sie? Das war auch sehr wichtig, weil die Maturanten und Maturantinnen sind jetzt seit Anfang November nicht mehr in der Schule. Es war unklar, wie das mit den Schularbeiten sein wird. Dies haben wir jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Das Schuljahr dauert ein bisschen länger, das ist gut. Aber dennoch brauchen auch die Maturanten und Maturantinnen den persönlichen Kontakt mit ihren Lehrern und ihren Lehrerinnen. Und die wissen, wo sie Schwächen haben, wo sie Stärken haben. Und da geht es auch um psychologische Beruhigung, dass sie die Matura gut schaffen werden. Wie sehen Sie die neuen Regelungen bezüglich der Maskenpflicht? Für die Schüler und Schülerinnen ist es soweit bekannt. Und das haben wir jetzt schon praktisch den ganzen November, dass die Kinder die Masken tragen. Neu ist jetzt, dass auch Lehrer und Lehrerinnen Maske tragen sollen beim Unterricht.
Das wird nicht einfach werden, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich verstehe, dass das das Zugeständnis an die Pandemie ist und dass wir das zur Sicherheit von uns allen brauchen. Sehen Sie ausreichend Vorlaufzeit hier für Sie gegeben oder fühlen Sie sich überrumpelt? Nein, das passt jetzt. Also jetzt ist Mittwoch, es ist nichts Dramatisches zu planen. Also wir haben uns gefürchtet davor, dass wir jetzt Schichtbetrieb in 2 Tagen umsetzen müssen und die Betreuung für jene, die zu Hause bleiben, das wäre schwierig gewesen. Aber so wie es jetzt ist, kriegen wir das gut hin. Wären Ausweichquartiere bzw. Schularbeiten, haben wir besprochen, sollen eventuell in Turnsälen zum Beispiel stattfinden. Ist das in der Rahlgasse hier möglich? Schularbeiten in Turnsälen stelle ich mir jetzt ein bisschen schwierig vor, weil wir haben einen Boden, wo wir keine Tische und Sessel draufstellen dürfen. Da müssen wir irgendwie kompliziert Teppichfliesen draufstellen. Schauen, ob wir das machen. Wir haben in den ersten 2 Novemberwochen Schularbeiten in 2 Räumen geschrieben. Das heißt, wir haben jede Klasse in 2 Gruppen geteilt, dass jeder Schüler wirklich einen Tisch hatte und Mindestabstand. Und ich denke mir, so wird das jetzt hoffentlich bis Weihnachten auch möglich sein. Also Turnsaal ist eher nicht die Option für uns. 5., 6., 7. Bleibt jetzt noch länger im Distance Learning. Sehen Sie das für die Schülerinnen und Schüler als zusätzliche Herausforderung oder sind die schon daran gewöhnt? Es funktioniert ja jetzt offensichtlich besser. Haben Sie diese Erfahrung auch? Es ist höchst unterschiedlich von Schülerin zu Schüler. Für manche ist das, kommt ihnen das für ihren, von, sozusagen von ihrem Lerntyp her durchaus entgegen, dass sie sehr viel zu Hause und im eigenen Tempo machen können und dann zwischendurch Online-Unterricht. Andere hingegen brauchen wieder die soziale Gruppe viel mehr, um sich motivieren zu können. Also das ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist das Signal, das ich vernommen habe, dass wir die Schülerinnen in kleinen Gruppen an die Schule holen können, zur Vorbereitung von Schularbeiten etwa. Und dass wir dann die Schularbeiten auch durchführen können. Ich denke mal, wenn wir das schulautonom von Klasse zu Klasse entscheiden können, ist das eine gute Sache. Vielen Dank. Das heißt, man freut sich eigentlich über sämtliche Neuerungen, die Bundesminister Fassmann verkündet hat und hofft, dass die Infektionszahlen so gesenkt werden können. Dankeschön, Margit Feigl, für das Interview mit der Direktorin der Schule in der Rahlgasse in Wien. Und über das soeben Gehörte möchte ich jetzt gerne sprechen mit dem Chef der ZIB Innenpolitik Hans Bürger und dem Leiter der ZIB Wissenschaftsredaktion Günther Mayer. Ich möchte mit Hans Bürger beginnen. Wir haben gerade vorhin gehört vom Bildungsminister Heinz Fassmann. Er hat gemeint, es gibt eine Balance zwischen Gesundheitsschutz und dem Recht auf Bildung. Es ist natürlich jede Corona-Maßnahme eine Balance zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlichen Wünschen, wirtschaftlichen Erfordernissen. Wie gut ist denn Ihrer Meinung nach der Regierung diese Balance gelungen jetzt mit dem Ende des harten Lockdowns und den Möglichkeiten, die ab nächster Woche da sind? Wenn es nur eine Balance wäre zwischen 2 Bällen, das kennen wir auch von diesem Bällewerfen. Es sind aber viel mehr Bälle in der Luft und seit es diese Krise gibt, da müssen viele, viele Dinge in Balance gehalten werden. Man hat im Frühjahr gesehen, dass es eine klare Reihung gibt. 1 Gesundheit, 2 Wirtschaft, 3 Bildung. Und das hat natürlich auch dem Koalitionspartner, den Grünen, nicht unbedingt behagt, auch nicht dem Bildungsminister von den Türkisen, also von der ÖVP. Und das ging immer hin und her. Ist uns die Wirtschaft wichtiger? Ist uns die Bildung wichtiger? Ich würde sagen, es steht jetzt, beide sind ex aequo auf Platz 2. Da hat es in den letzten Stunden und Tagen natürlich sehr viele Verhandlungen gegeben. Man kann es vielleicht auf den Nenner bringen. Gibst du mir den freien Handel, gebe ich dir geöffnete Schulen. Grundsätzlich muss man sagen, dass das natürlich auch noch immer alles nicht ausreicht, denn wir dürfen nicht vergessen, es geht auch um Arbeitsplätze, es geht auch um Soziales. Und da war jetzt eigentlich der Bildungsminister sehr eindeutig, der gesagt hat, es geht ihm ja nicht nur darum, den Schülerinnen und Schülern das Wissen zu vermitteln, sondern die Kinder brauchen auch wieder unbedingt soziale Kontakte. Wir haben es auch bei der Direktorin gehört. Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, ist offensichtlich ein Kompromiss gelungen, um über diesen Dezember zu kommen. Aber natürlich, ob das reichen wird, um die Zahlen nach unten zu bringen, das wissen wir nicht.
Schule war ja von Anfang an ein sehr umstrittenes Thema, nämlich auch in der Frage, wie groß denn da die Infektionsherde sein können unter den Schülern. Günther Meyer, da ist ja auch viel geforscht worden, wie ansteckend sind Kinder gleich ansteckend wie Erwachsene. Was mich jetzt hat aufhorchen lassen in den Ausführungen der Minister soeben, war, dass offensichtlich unter den Oberstufenschülern das Infektionsgeschehen doch ein deutlich größeres ist als jenes bei jüngeren Kindern, was auch dafür spricht, warum die Oberstufenschüler jetzt weiter im Homeschooling bleiben. Ja, das sind Erkenntnisse, die man schon länger hat, dass kleinere Kinder infektiöser sind als größere. Diese Erkenntnisse gibt es aus mehreren internationalen Studien, hat sich immer wieder gezeigt. Was man jetzt hier eben versucht, ist schon auch einen Kompromiss zu gehen mit diesen Masken in den Schulen, sicher nicht angenehm, aber auch angebracht, weil natürlich auch immer wieder passiert ist, dass Cluster aufgetreten sind in Schulen. Und diesen Problemen trägt man hier schon Rechnung und versucht eben ein bisschen einen Ausgleich zu finden. Natürlich sind Wissenschaftler ja auch nicht weltfremd. Gerade Sie sind es ja, die von der Bildung profitiert haben in jungen Jahren. Und die haben großes Verständnis dafür, wie wichtig eine Schule ist, auch von der sozialen Komponente her. Also es ist hier ein Kompromiss, der gegangen wird, der wissenschaftlich durchaus gestützt wird. Hans Bürger, es wird jetzt der Handel aufgesperrt, Gastronomie und Hotellerie, die bleiben weiter zu. Was aber öffnen darf, sind körpernahe Dienstleistungen, so wie es heißt, also Friseurbetriebe, Kosmetiksalons, Masseure, unter bestimmten Sicherheitsauflagen natürlich. Ist das von der Gewichtung her vertretbar? Da geht es jetzt wieder um den Bereich Wirtschaft. Ich glaube, oder man hört aus verschiedensten Bereichen der Wirtschaft und von Unternehmern, dass einfach dieser Dezember entscheidend gewesen wäre oder entscheidend sein wird, ob man überhaupt als kleineres Unternehmen überleben kann. Ich kenne persönlich auch viele, auch aus dem Friseurbereich, die gesagt haben, wenn wir jetzt den Dezember auch noch zulassen müssen, dann war es das für das kleine Geschäft. Und das hat man mitbedacht in der Bundesregierung. Ob das dann zu viel ist, das wissen wir nicht, aber es wird zumindest einmal so sein, dass der Handel offen hat, plus, wie Sie gesagt haben, diese körpernahen Berufe. Ich kann mir aber vorstellen, wenn die Zahlen aufgrund dieser Lockerungen explodieren, dass das Ganze auch schnell wieder beendet wird. Günther Meyer, gibt es da aus wissenschaftlicher Sicht Zahlen, die das untermauern? Das eine ist natürlich immer der Weg des harten Lockdowns, dass man sagt, wir sperren alles zu, dann kann sich keiner treffen, dann kann sich keiner infizieren. Der andere Weg ist, wir machen schrittweise vorsichtig auf, aber mit Mund-Nasen-Schutz, mit Abstand halten, mit bestimmten anderen Hygienevorkehrungen. Kann das genug abschirmen? Es kann durchaus gelingen. Diese Kompromisse ist man auch in anderen Ländern gegangen. Man muss hier, wie es viele immer wieder nennen, sehr klug vorgehen und von Fall zu Fall entscheiden, von Branche zu Branche entscheiden. Vergessen wir nicht, es gibt ja auch Wirtschaftswissenschaftler, die sich gute Gedanken darüber machen, was hier noch haltbar ist im System und was nicht. Und auf der anderen Seite natürlich Mediziner, die möglichst viel Infektionsschutz ermöglichen wollen. Und hier wird es immer einen Kompromiss brauchen. Momentan sieht es danach aus, dass es durchaus ein gangbarer Weg ist. Jetzt ist natürlich auch abzuwarten, was jetzt diese Schnelltests, diese Massentests mit sich bringen werden. Hier werden wir wahrscheinlich sehen, dass die Zahlen sehr weit nach oben gehen, weil eben mehr Leute gefunden werden durch die Massentests. Und darum ist es auch wichtig, dass sich möglichst viele beteiligen daran. Und dann wird wahrscheinlich das Infektionsgeschehen wieder nach unten gehen, wenn diese Tests vorbei sind. Also das ist ein Bündel an Dingen, die hier zusammenwirken sollen. Und es ist durchaus erwartbar, dass das positive Auswirkungen hat. Hans Bürger, rechnen Sie denn damit, dass die Maßnahmen, wie wir sie heute gehört haben, tatsächlich für die nächsten Wochen bis zum 7. Jänner, bis dahin wurde ja dieser Zeitrahmen in Aussicht gestellt, gelten? Oder ist es denkbar, dass, wenn bei den Massentests tatsächlich viele Infizierte gefunden werden, dass man dann schnell vielleicht wieder korrigiert und irgendetwas zurücknimmt? Also grundsätzlich rechne ich in dieser Krise mit allem. Ich habe es heute schon einmal gesagt, mir hat ein Regierungsmitglied im Oktober gesagt, wir müssen auf Zahlen von 100 herunterkommen, 100 pro Tag Fälle, Corona-Fälle. Oder zumindest, das haben sie dann immer wieder nach oben geschraubt, 500, am Schluss waren es 1000. Jetzt stehen wir heute bei 4000 und beschließen Lockerungen. Nichts ist vorhersagbar.
Und ich denke schon, dass es auch möglich ist, wenn die Zahlen wieder explodieren. Und Günther Meyer hat es ja eben gesagt, das kann man ja aufgrund der Massentests dann gar nicht mehr genau prognostizieren. Denn je mehr Menschen sich hier testen lassen, desto mehr Fälle wird es möglicherweise geben. Wenn die Zahlen aus welchem Grund auch immer explodieren, dann kann ich mir Maßnahmen vorstellen innerhalb von 3 Tagen. Das wäre nicht zum ersten Mal, dass wir im Rahmen dieser Krise Dinge erleben, die dann wenige Tage später schon in Kraft treten. Also der Dezember ist möglicherweise für Überraschungen weiter gut. Günther Meyer, in dieser Runde noch eine Frage an Sie. Gesundheitsminister Anschober hat es heute anklingen lassen, man muss das Gesundheitssystem am Laufen halten. Das ist ja der Sinn auch dieser ganzen strengen Maßnahmen, um eben da keine Überlastung herbeizuführen. Es nähert sich jetzt langsam eine zweite Krankheit, nämlich die Grippe, zumindest die Grippeimpfsaison, die hat schon begonnen. Wann erwarten Sie denn, dass es da ein Zusammentreffen gibt, dass es da Schwierigkeiten gibt aufgrund der Grippe? Ja, insofern ist jetzt ein bisschen eine positive Nachricht, dass die Zahlen jetzt auf den Intensivstationen langsam zurückgehen. Und wir müssen natürlich mit einer Grippesaison rechnen, die dann im Dezember, Jänner beginnt und sich in das Frühjahr hineinzieht. Allerdings ist auch anzunehmen, dass diese Grippewelle bei weitem nicht jene Ausmaße erreicht, die sie in den vergangenen Jahren erreicht hat. Denn klar ist natürlich durch diese Abstandsregeln, durch die Masken und durch die anderen Schutzvorkehrungen, die getroffen werden, wird auch die Grippe eingedämmt werden, weil natürlich das Grippevirus kein anderes Verbreitungsszenario hat als dieses SARS-Virus, allerdings dort nur mit Tröpfcheninfektion, also nicht mit diesen berühmten Aerosolen, die spielen dort nicht so eine große Rolle. Das bedeutet, wir können hier schon damit rechnen, dass es eine nicht so ganz starke Grippesaison wird. Das könnte helfen, das Gesundheitssystem auch zusätzlich ein bisschen zu entlasten. Danke vorerst Günther Meyer und Hans Bürger. Und wir widmen uns jetzt konkreter einem der Bereiche, der weiterhin betroffen ist von strengen Maßnahmen. In anderen Jahren würden wir nämlich um diese Zeit schon die ersten Skifahrer auf den Pisten sehen und natürlich auch jetzt am bevorstehenden Wochenende rund um den 8. Dezember würden die ersten Menschen, die ersten Wintersportler ein langes Wochenende antreten und in die Berge fahren. Im heurigen Corona-Jahr ist das alles anders, wie wir wissen. Zwar wird Skifahren ab dem 24. Dezember möglich sein mit Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregeln bei Liften und in Gondeln, aber wohl nur für Einheimische oder Tagesausflügler, denn die Hotels, die bleiben, wie wir gehört haben, bis 7. Jänner zu. Und das trifft nicht nur die Hoteliers, sondern auch den Sportartikelhandel. Sonja Sackmeister mit einer Reportage. Jede Nacht werden in Schladming Pisten beschneit, damit die Wintersaison starten kann. Doch nun der Rückschlag. Hotels bleiben über Weihnachten und bis mindestens 6. Jänner geschlossen. Damit fällt ein großer Teil des Skiverleihs weg. 30% des Umsatzes macht Christoph Bründl in seinen Sportartikelshops mit Skiverleih. Nicht mit Österreichern, sondern mit Skifahrern aus dem Ausland. Der Teil-Lockdown bringt Händler an den Rand des Ruins. Wir werden dramatische Umsatzrückgänge jetzt im Dezember, Jänner haben. Und uns reicht nicht die 40% Umsatzrückvergütung. Wir brauchen mindestens 60%, um damit über das erste Drittel im Winter zu überleben. Die Bergbahnen in Schladming hoffen, dass zumindest Einheimische skifahren. Aber ein Minus für diese Saison ist fix. Den Gesamtverlust kann ich jetzt noch nicht sagen, für alle Hotels zusammengezählt. Ich kann es nur sagen, bei der Seilbahnwirtschaft werden das sicherlich einige Millionen Euro sein, die uns alleine jetzt durch das Weihnachtsgeschäft entfallen. Und so gleichen die Hotelschließungen während der Weihnachtsferien für die Skigebiete einem Lockdown, weil internationale Gäste und Skifahrer aus Wien ausbleiben. Und in unserem Analysestudio begrüße ich jetzt Barbara Battisti, die Leiterin der ZIB Wirtschaftsredaktion. Hotels und Gastronomie bleiben also weiter zu. Hat man in der Branche damit gerechnet? Naja, angesichts der Infektionszahlen war das wohl keine Überraschung. Es ist davon auszugehen, dass man in der Branche, in der Gastronomie, in der Hotellerie sich darauf schon eingestellt hat. Teilweise haben sich die großen Hotels ja mit großen Hygienekonzepten schon einmal darauf eingestellt, dass möglicherweise aufgesperrt werden kann. Aber im Prinzip wird es für viele Häuser durchaus auch jetzt eine Erleichterung geben. Es war jetzt auch schon von der Gastronomie und der Hotellerie zu lesen. Es gibt jetzt Planungssicherheit, das ist immer ganz wichtig in der Wirtschaft. Und man muss ja auch dazu sagen, dass es für den Dezember auch weiter einen Umsatzersatz gibt. Das heißt, die Unternehmen sind zwar geschlossen, aber sie wissen, dass sie einen Teil ihres Umsatzes bekommen, sei es auch nur die Hälfte. Und das ist auf jeden Fall einmal wichtig für die Planungssicherheit.
Was ist denn der Grund, warum dieser Umsatzersatz jetzt im Dezember reduziert wird? Naja, wir hatten im November für die Gastronomie und die Hotellerie einen Umsatzersatz von 80% im Vergleich zum Umsatz des November vom Vorjahr. Und da gab es durchaus die Kritik, dass manche Unternehmen da überfördert werden, dass sie da ein bisschen zu viel Geld bekommen im Vergleich zu dem, was sie unter realen Bedingungen verdient hätten, wenn man nämlich die anderen Hilfen dazurechnet. Das war allerdings etwas, was auch dem Finanzminister und der Regierung insgesamt immer bewusst war und das Argument war, man wollte ein Instrument, das rasch wirkt, das rasch ankommt. Das wird über Finanz Online direkt verrechnet. Und da hat man sozusagen in Kauf genommen, dass für eine gewisse Zeit unter Umständen auch eine Überförderung passiert. Das ist jetzt für den Dezember zumindest reduziert worden. Und der Finanzminister hat auch ganz klar gesagt, es wird nur noch einmal verlängert. Mit Ende Dezember wird es diesen Umsatzersatz dann nicht mehr geben. Danach gibt es dann den Fixkostenzuschuss. Wie schaut es da dann weiter aus im Jänner, am Beginn Jänner mit der Wirtschaftsunterstützung? Ja, dieser Fixkostenzuschuss ist dann das Mittel der Wahl für die längere Zeit. Der Umsatzersatz, wie gesagt, war sozusagen eine schnelle Hilfe, die schnell ankommen soll. Und ab Jänner ist dann der Fixkostenzuschuss 2 jetzt möglich. Bisher gedeckelt mit 800.000 Euro pro Unternehmen. Es wird in Zukunft dann in Absprache mit der EU bis zu 3 Millionen Deckelung geben. Das ist vor allem für die großen Häuser wichtig. Und insgesamt natürlich wird auch werden die Hilfen weiterlaufen, die Stundungen, also das Aussetzen von Steuerzahlungen, Steuervorauszahlungen zum Beispiel, das läuft noch bis März. Da gibt es Stundungen, die Kurzarbeit läuft weiter. Insofern ist man darauf vorbereitet, dass diese Krisensituation, diese Pandemiesituation für die Wirtschaft noch weiter Hilfe benötigt, aber dass man zumindest langsam ein gewisses Auslaufen probiert. Sie haben gerade die Kurzarbeit angesprochen, die wird auch sehr gut angenommen von den Betrieben. Was erwartet man da in Zukunft? Ja, die Kurzarbeit ist eher dafür gedacht, um sozusagen sich vorzubereiten auf die Zeit, wenn es wieder bergauf geht. Die Idee ist, dass die Mitarbeiter an das Haus, an die Unternehmen gebunden bleiben mit eben Kurzarbeitsgeld. Gleichzeitig bleiben sie sozusagen im Team drinnen. Und wenn es dann wieder losgeht, dann muss man nicht lang auf die Suche sich machen nach Facharbeitern, nach Spezialisten, nach Mitarbeitern, die das System schon kennen, sondern kann man unmittelbar durchstarten. Das ist die Idee der Kurzarbeit und das ist auch der Bereich der Hilfen, der bis jetzt am allermeisten angenommen wurde und der sicher auch dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich nicht so extrem explodiert ist, wie sie hätte explodieren können. Dankeschön, Barbara Battisti, für den Einblick in die Situation der Wirtschaft. Kulturschaffende, die trifft es ja auch in diesem Jahr besonders schwer und für viele bleibt das auch noch so. Kulturminister Werner Kogler hat Kultur heute zwar als Bestandteil des Lebens bezeichnet, allerdings kann man ab Montag nur einen Teil davon wieder ins Leben lassen. Museen und Bibliotheken, die öffnen am 7. Dezember wieder. Der Rest, der bleibt bis zumindest 7. Jänner zu. Erst in 2 Wochen soll es dann genauere Informationen über weitere Öffnungsschritte geben. Barbara Pichler-Hausecker. Seit exakt einem Monat steht das. Den Satz sage ich Ihnen noch. Barbara Pichler-Hausecker hat sich die Situation der vergangenen Wochen angesehen. Publikum wieder vor verschlossenen Türen, trotz penibel ausgearbeiteter Präventionskonzepte. Doch in den Häusern ist, und das ist ein Unterschied zum ersten Lockdown, Arbeiten möglich. In Museen wird in den Werkstätten restauriert, in Theatern geprobt, wenngleich mit Einschränkungen. Wir singen. Atmen Sie mal dadurch, einatmen, wenn Sie nachher eine lange Phrase zu singen haben und Sie kriegen nur ein Drittel der Luft. Das Publikum konnte Figaros Hochzeit aus dem Theater in der Wien auf ORF 3 und im Internet miterleben. Jeder redet von Testungen. Viele Kulturschaffende sind in den vergangenen Wochen ins Internet ausgewichen. Es kann weder die reale Begegnung, Auseinandersetzung ersetzen, noch lässt sich daraus irgendein seriöses Einkommen generieren. Der Wiener Rabenhof versucht mit einem digitalen Adventkalender den Kontakt zum Publikum aufrechtzuerhalten. Direktor Thomas Kratzer sieht die Verlängerung des Lockdowns als schmerzhaften Dienst an der Gesellschaft. Natürlich ist das für uns persönlich emotional, für die Künstlerinnen und Künstler psychisch wirtschaftlich eine wahnsinnige Herausforderung, aber wir sind nicht die Einzigen. Es geht der gesamten Gesellschaft so. Also
was soll ich dazu sagen? Es ist so, wie es ist. Im Frühjahr mussten Kulturschaffende lange auf finanzielle Unterstützung warten. Das war beim Lockdown 2 anders. Jene, die in die Rahmenbedingungen hineinfallen, bei denen kommt die Hilfe tatsächlich an, unbürokratisch und schnell. Da haben wir sehr viel positives Feedback. Jene, die diese Bedingungen aber nicht erfüllen, die sind weiterhin auf Mini-Zuschüsse von 300 Euro im Monat angewiesen, wenn sie die überhaupt bekommen. Museen und Bibliotheken dürfen wieder aufsperren. Der Weihnachtsbesuch kann also stattfinden. Die große Frage bleibt trotzdem, wie wird es im nächsten Jahr weitergehen? Wir werden sicher und natürlich die Kunstmuseen noch stärker als Museen wie das Technische Museum davon abhängen, wann der Tourismus wieder zu laufen beginnt. Und in dieser Zeit wird sicher noch die Hilfe des Ministeriums brauchen. Und im Analysestudio begrüße ich Peter Schneeberger, den Leiter der ZIP Kulturredaktion. Die Museen, die Galerien und die Bibliotheken, die dürfen am Montag also wieder aufsperren. Das kommt doch einigermaßen überraschend. Wie wird das denn aufgenommen in der Branche? Das ist natürlich eine positive Nachricht. Es ist schon vor dem ersten Lockdown, vor dem soften Lockdown, die Forderung gewesen, den Einzelhandel und die Museen gleich zu behandeln. Beides findet tagsüber statt. Beides lässt sich sehr gut mit Quadratmeterregelungen lösen. Das ist jetzt der Fall. Man kann zu Weihnachten ins Museum, wie im Beitrag angeklungen. Natürlich vor allem für private Museen ist das eine finanzielle Herausforderung. Der Tourismus bleibt aus. Dafür hat man dann, wenn man hingeht, die Menschen, die hier leben, auch mehr Platz. Die anderen Kulturinstitutionen, die müssen aber geschlossen bleiben. Was heißt das jetzt für Theater, Kinos oder freie Kulturschaffende? Die Lage ist natürlich weiterhin desaströs. Immerhin, die Kultur ist eigentlich das gesamte Jahr im Lockdown gewesen. Im Jänner, Februar hat man gespielt, dann im September, Oktober. Das heißt eigentlich nur 8 Monate von 12 Monaten hat man gespielt. Das hat doch sehr viel Verwüstung eigentlich tatsächlich hinterlassen, vor allem im Veranstaltungsbereich, im Popbereich, in den Nachtclubs. Hier ist Corona drüber gefahren und hat eigentlich eine Schneise, wie gesagt, der Verwüstung hinterlassen. Für die großen Häuser zum Beispiel, die Schauspielhäuser oder die Opernhäuser, ist es relativ einfach über die Krise zu kommen. Da sind starke Strukturen, viel Hilfe, wenngleich da die Belastung vor allem hinter den Kulissen enorm ist. Das ist Aufzusperren, Proben aber dann doch nicht aufhören können. Das erzeugt natürlich sehr viel Frust und Enttäuschung. Besonders schwer betroffen ist die vulnerabelste Gruppe, das sind die freien Künstler. Die Ersparnisse, die wenig verdienende Künstler hatten, sind inzwischen wahrscheinlich aufgebraucht. Der Lockdown dauert, wie gesagt, in der Kultur immer am allerlängsten eigentlich. Und der Staat hilft zwar, aber ich glaube, die Lebensverhältnisse werden immer prekärer. Eine schwierige Situation, die gibt es für viele Kulturschaffende seit dem Frühling. Damals war es ein besonders großer Aufschrei. Damals hat es auch heftige Proteste gegeben, vor allem gegen Kulturstaatssekretärin Lunacek. Viele Künstler haben sich damals nicht gehört gefühlt. Ist das nach ihrem Rücktritt heutzutage anders? Ich würde sagen, ja und nein. Ja, erstens, die Corona-Hilfen fließen und sie funktionieren im Großen und Ganzen ganz gut. 51 Millionen sind bisher allein an freie Künstler ausbezahlt worden. Und es soll jetzt auch der Lockdown-Bonus, der im November bezahlt wurde, im Dezember verlängert werden und vielleicht sogar erhöht werden. Das ist offenbar noch in Diskussion, aber das hört man aus dem Ministerium. Gleichzeitig hat man in Andrea Mayer eine Kunststaatssekretärin, die als kompetente und wohlwollende Ansprechpartnerin in der Branche akzeptiert ist. Andererseits enttäuscht ist man nach wie vor. Kultur wird immer noch in den Verordnungen zwischen Paintball und Prostitution erwähnt. Das sitzt in einer Branche, in der Symbolik eine so große Rolle spielt, sehr, sehr tief. Das hat viele Künstler verstört und ist bis heute so. Und gleichzeitig, keine andere Branche, glaube ich, hat so drastische Hygienemaßnahmen eingeführt, hat so viel Geld dafür ausgegeben, hat sich so viel Know-how angeeignet, um trotz Pandemie spielen zu können. Und dass das jetzt gar keine Berücksichtigung führt, das ist für viele schwer zu ertragen, wenngleich natürlich der Großteil sicher der Meinung ist, die Kultur ist ein Teil der Gesellschaft, wir tragen mit und auch wir müssen natürlich die Einschränkungen mittragen. Wie schaut es denn eigentlich in anderen EU-Staaten aus? Wie geht man da jetzt in Pandemiezeiten mit der Kultur um? Es gehen fast alle Regierungen in den EU-Staaten gleich mit der Kultur um. Die Kultur wird immer als erstes zugesperrt und darf meistens erst als letztes wieder aufsperren. Sogar in Schweden, das ja bekanntlich einen anderen Weg in der Pandemie gegangen ist und immer noch geht, sind Veranstaltungen nur bis zu 50 Personen erlaubt. Also der Kulturbereich ist auch dort im Großen und Ganzen geschlossen. Interessante Unterschiede gibt es in Frankreich. Dort darf die Kultur, also Kinos, Oper, Theaterhäuser, am 15. Dezember wieder aufsperren.
sperren, die Gastronomie allerdings erst am 20. Jänner. In Österreich sind Gastronomie und Kultur im Großen und Ganzen miteinander gekoppelt. Wenn die Gastronomie aufsperren darf, dann darf auch die Kultur aufsperren. Das ist in Frankreich anders und zeigt, dass man es auch anders machen könnte. Außerdem in Frankreich wird die Pandemie nicht als höhere Gewalt eingestuft. Das hat rechtliche Konsequenzen auf Verträge, die sind nämlich weiterhin gültig in der Kultur. Und das heißt, dass in Frankreich freie Künstler weiterhin von den Veranstaltern bezahlt werden müssen oder zumindest ein sehr großzügiges Abstandshonorar bekommen müssen. Auch das ist eine Forderung, die in Österreich immer wieder erhoben wird. Da gibt es also durchaus unterschiedliche Zugangsweisen. Sie haben uns jetzt ein Bild gegeben von den unterschiedlichen Bereichen in der Kultur, von Bereichen, die funktionieren oder die auch genug Unterstützung bekommen, bis hin zu Bereichen, wo Sie sagen, da ist eine Schneise geschlagen, da hat der Lockdown wirklich ganz viel vernichtet. Welche Perspektive sehen Sie denn für die Zukunft? Wird es nach der Pandemie ein Kulturleben geben in Österreich, so wie wir es kannten, oder wird das ein anderes sein? Kulturstaatsrätin Andrea Mayer geht davon aus, dass in der Kultur eine Rückkehr zur Normalität erst im Jahr der Saison 2022 und 2023 möglich sein wird. Das ist doch eine pessimistische Prognose. Eine Glaskugel haben wir alle nicht. Meine Kollegen vorhin haben es schon erwähnt. Es hängt davon ab, wie sich die Infektionszahlen jetzt im Dezember und im Jänner entwickeln, was vor allem über Weihnachten passiert. Es kann sein, dass wir wieder alle in einen harten Lockdown müssen. Es kann sein, dass die Kultur wie anvisiert am 7. Dezember einigermaßen öffnen kann. Aber ich glaube, eine Sicherheit, eine Planungssicherheit, die alle so dringend brauchen, auf die wird man wohl mindestens bis ins Frühjahr warten müssen. Dankeschön, Peter Schneeberger, für diese Analyse der Situation in der Kultur. Bis ins Frühjahr warten, hat er gesagt. Bis zum Sommer werden wir noch durchhalten müssen, hat Bundeskanzler Kurz heute gesagt. Falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, Sie sehen eine ZIP-Spezial anlässlich der neuen Corona-Regeln, die ab Montag gelten. Der harte Lockdown in Österreich, der wird beendet. Es wird einige Lockerungen geben, aber es wird auch noch viele Bereiche geben, die geschlossen bleiben. Zu hoch sind nach wie vor die Infektionszahlen. Werfen wir einen Blick nach England. Dort geht heute der harte Lockdown zu Ende. Geschäfte und Friseursalons dürfen wieder aufsperren. Der Rest ist dort regional geregelt. Weitere Erleichterungen kommen möglicherweise, wenn die Bevölkerung geimpft ist. Schon nächste Woche will Großbritannien damit anfangen. Die britische Arzneimittelaufsicht hat heute nämlich eine Notfallzulassung für den Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer erteilt. Es ist ein großer Moment für die international wettbewerbsfähige Forschungsnation Großbritannien. Die Öffentlichkeit kann absolut sicher sein, dass die Standards, mit denen wir gearbeitet haben, denen auf der ganzen Welt entsprechen. Noch vor der EU oder den USA beginnt hierzulande ab kommender Woche mit den ersten 800.000 Impfstoffdosen die Immunisierung der Bevölkerung. Für einen Impfschutz sind 2 Dosen im Abstand von 21 Tagen notwendig. Der Impfschutz liegt bei mehr als 90%. Das Ziel ist es, so viele Leben wie möglich zu retten und Krankenhausaufenthalte zu stoppen. Das beginnt bei den älteren Menschen, bei Menschen in Pflegeheimen und natürlich bei ihren Betreuern. Bisher hat das Land mit der europaweit höchsten Zahl an Todesopfern in der Corona-Krise für Negativschlagzeilen gesorgt. Viele der chronisch unterfinanzierten Krankenhäuser haben ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Die Regierung zeigt sich stolz über die aufregenden Neuigkeiten. Die Impfung erlaubt uns, unser Leben zurückzugewinnen und die Wirtschaft wieder zu beleben. Auch die Opposition begrüßt den Vorstoß. Die Pandemie hat so viel Trauer und Verlust gebracht. Wir sehen endlich ein Licht am Ende des Tunnels. Die gute Nachricht ereilt die Engländer am ersten Tag nach dem zweiten Lockdown, an dem viele wohl aufatmen. Und über diesen Impfstoff und die Folgen möchte ich jetzt gern sprechen mit Eva Pöcksteiner in London und Raffaella Scheidreiter in Brüssel. Eva Pöcksteiner, Großbritannien ist ziemlich früh dran mit der Corona-Impfung. Bisher gibt es nur in Russland und in China Impfungen. Was erwartet man sich denn?
Ja, bis jetzt hat sich Großbritannien immer anhören müssen, dass es zu spät dran ist bei allem in der Corona-Krise. Also, dass man viel zu spät Maßnahmen ergriffen hat während der ersten Welle im Frühling und auch jetzt. Jetzt ist es zum ersten Mal einmal früher dran als alle anderen und auch mächtig stolz darauf. Die Impfstoffe sollen nun von der Firma Pfizer in Belgien produziert werden, dann überprüft und nach Großbritannien transportiert werden. Nächste Woche sollen schon 800.000 zum Einsatz kommen. Zuerst will man Risikogruppen, ältere Menschen und Gesundheits- und Pflegepersonal impfen. Dann soll das aber auch auf andere Alters- und Berufsgruppen ausgeweitet werden. Jedenfalls erhofft man sich, dass mit diesem Impfstoff im Frühling schon so ein bisschen etwas wie Normalität einkehren sollte. Raffaella Scheidreiter in Brüssel, die Europäische Arzneimittelagentur EMA, die ist zuständig für die Impfstoffzulassung auf europäischer Ebene. Die möchte erst bis 29. Dezember entscheiden. Warum gibt es da so ein unterschiedliches Tempo? Das ist eine Frage, die die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides heute schon mehrmals beantworten musste. Und ich zitiere, sie verweist hier auf zwei unterschiedliche Zugänge. Denn bei der britischen Zulassung, da handelt es sich um eine nationale Schnellzulassung, eine abgespeckte Zulassung, die auch nur zeitlich begrenzt gültig sei, während die Europäische Arzneimittelbehörde eine generelle, reguläre Marktzulassung des Impfstoffs anstrebe. Und die Kontrollen dafür würden eben länger dauern als im Fall Großbritanniens nur 10 Tage. Aber unbestritten ist, dass diese Aussagen und diese Ankündigungen aus Großbritannien jetzt in den entscheidenden Brexit-Verhandlungstagen natürlich besondere Akzente setzen und die EU auch in Erklärungsnot bringen. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat vor wenigen Minuten nach einer Videoschaltung mit seinen EU-Amtskolleginnen und Amtskollegen dieses längere Prozedere der EU noch einmal verteidigt und auch gerechtfertigt genannt. Er sagt nämlich, vor allem im Blick auf Bedenken, die es in der Bevölkerung gibt, die Impfstoffe seien schon so schnell entwickelt worden, noch ein abgespecktes Zulassungsverfahren, das würde noch zusätzlich verunsichern. Aber keine Frage, es gibt auch Kritik an diesem Vorpreschen der Briten, vor allem was Aussagen aus London angeht. Man hätte diese Schnellzulassung jetzt nur machen können, weil man wegen des Brexit diese bürokratische EU-Agenda hätte umschiffen können. Da heißt es aus der EU-Kommission, das sei so nicht richtig, das sei falsch. Denn so wie Großbritannien hätte jedes einzelne EU-Mitglied auch eine eigene nationale Notfallzulassung genehmigen können. Auch Österreich hätte das zum Beispiel machen können, aber die 27 EU-Länder hätten sich darauf verständigt, auf die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde gemeinsam zu warten. Also nicht nur der Brexit sorgt für Spannungen zwischen Großbritannien und der EU, sondern auch jetzt diese Schnellzulassung des Impfstoffs in Großbritannien. Eva Pöcksteiner, in London wirkt sich das aus auf die noch ausstehenden Brexit-Verhandlungen? Na, es ist vor allem einmal eine Machtdemonstration. Und die britische Regierung verkauft das als Paradebeispiel, dass man jetzt nicht mehr auf die langsam mahlenden Mühlen der EU, wie sie sagt, angewiesen ist, sondern dass es seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Aber diese harschen Worte sind nicht nur ein Signal in Richtung EU, sondern auch an die eigenen Politiker und an die Bevölkerung. Denn Premierminister Boris Johnson steht im Moment nicht besonders gut da. Er muss sich sehr viel Kritik zu seinem Corona-Kurs anhören, zuletzt auch aus seinen eigenen konservativen Reihen. Erst gestern Abend haben mehr als 50 seiner eigenen Abgeordneten gegen ein Drei-Zonen-System gestimmt, das heute den Lockdown in England ablösen hätte sollen. Und es ist auch tatsächlich in Kraft getreten und es ist im Parlament durchgegangen. Aber auch nur, weil die meisten Abgeordneten der Opposition sich der Stimme enthalten haben. In jedem Fall ist es die größte Rebellion gegen Johnson in den eigenen Reihen seit der Parlamentswahl vor einem Jahr. Und da kommt ihm nun so eine positive Nachricht wie die Impfzulassung sehr entgegen. Corona-Impfung also als Politikum. Raffaella Scheidreiter in Brüssel noch einmal zur europäischen Perspektive. Die EU, die hat sich ja bereits den Kauf von 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff gesichert, wenn er dann zugelassen ist und zur Verfügung steht. Wie schaut es denn dann weiter aus? Wie schaut das aus? Wie schnell wird er verteilt? Wohin wird er verteilt?
Die EU-Kommission hat sich im Namen der EU-Länder bei insgesamt 6 Entwicklern Vorverträge gesichert und mit denen Verträge abgeschlossen, darunter eben auch BioNTech/Pfizer. Bis zu 300 Millionen Dosen könnten dann verfügbar sein. Und sollte die Europäische Arzneimittelbehörde, wie angekündigt, schon Ende Dezember, rund um den 29. Dezember, grünes Licht geben, dann könnte es alles ganz schnell gehen. Das sei dann eine Frage von Tagen, heißt es. Es wird anfangs produktionsbedingt nicht gleich 300 Millionen Dosen geben, aber jene Mengen, die es dann gibt, die werden zeitgleich unter den 27 EU-Ländern verteilt, und zwar berechnet auf Basis der Bevölkerungsanzahl. Das bedeutet, von jenen Mengen, die es dann gibt, bekommt Österreich ca. 2%, Belgien etwa 2,5%. Und Stichwort Belgien, die belgische Regierung hat heute aufhorchen lassen, sie rechnet damit, dass es schon am 5. Jänner möglich wäre, die ersten Menschen in Belgien zu impfen. Das heißt, das wäre eine Woche nach Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde. Dass es in Belgien so schnell geht, das könnte auch damit zu tun haben, dass die Lieferwege hier sehr kurz sind. Denn BioNTech/Pfizer produziert den angesprochenen Impfstoff in Pürs. Das ist nur eine Dreiviertelstunde Autofahrzeit von uns hier in Brüssel entfernt. Das heißt, da wäre es möglich, dass die ersten Impfstoffdosen dann schon am 5. Jänner hier in Brüssel auch landen. Dankeschön, Raffaela Scheidreiter in Brüssel und Eva Pöcksteiner in London. Und ich schalte jetzt noch mal in unser Interviewstudio zu Günter Meyer, dem Leiter der ZIP-Wissenschaftsredaktion. Reden wir noch ein bisschen weiter über diesen Impfstoff. Es geht also sehr schnell jetzt in Großbritannien, etwas langsamer auf EU-Ebene. Was sich viele Menschen fragen, ist, es geht insgesamt sehr schnell mit diesem Impfstoff, schneller als eigentlich Experten gesagt haben. Wurde denn der auch genügend getestet? Weiß man genug über mögliche Nebenwirkungen? Es sind beide Impfstoffe, sehr moderne Impfstoffe, die aber jeweils an 30.000 bis 40.000 Menschen getestet wurden, an Freiwilligen natürlich. Und dort haben sie wirklich hervorragende Wirkung gezeigt. Sehr ein bisschen interessant jetzt der Alleingang von Großbritannien im Übrigen, weil zunächst lag ein Impfstoff aus Oxford sehr weit vorne. Und das ist eigentlich durch eine Panne dazu gekommen, dass man jetzt in ein Nachbesserungsverfahren hinein muss. Und das allein zeigt schon, dass es sehr wichtig ist, dass hier Behörden ein gutes Auge drauf haben. Und deshalb ist es auch gut, dass die europäische Prüfbehörde in Amsterdam, in Österreich ist übrigens dort der medizinische Leiter, dieses Verfahren jetzt wirklich so abwickelt, wie es gehört. Ich denke, es gibt keinen Grund, hier jetzt diese 3 Wochen nicht abzuwarten, denn das wird nicht viel bewirken in der Pandemie selbst. Und dann kann man aber davon ausgehen, dass es wirklich von Behördenseite auch ordentlich durchgetestet ist. Muss nicht bedeuten, dass hier die britischen Behörden geschlampt haben, aber es muss ja wohl auch einen Grund geben, warum die europäische Behörde hier einen längeren Zeitraum angesetzt hat, um auch wirklich sehr viele Expertinnen, sehr viele Ärzte, sehr viele Mediziner und sehr viele Wissenschaftlerinnen zu Rate zu ziehen und zu überprüfen, stimmen denn alle diese Angaben, die wir bis jetzt gesehen haben. Und das abzuwarten, ist eigentlich gute Praxis in der Wissenschaft. Was darf man sich denn von dem Impfstoff erwarten? Man hört so diese Impfstoffe, die da jetzt kurz vor der Zulassung stehen, die haben eine Wirksamkeit von 95%. Das heißt, 95% der Geimpften wären dann geschützt gegen das Coronavirus. So kann man sehen, und mit diesen Werten hat wirklich niemand gerechnet. Man hat vor einigen Wochen noch gesagt, wenn wir bei 60-70% landen, dann sind wir schon sehr froh. Und jetzt ist das bei 95%. Und wenn man sich die anderen Untersuchungsbestandteile, wenn man so will, ansieht, es scheint jetzt auch so zu sein, dass auch ältere Gruppen ab 65 gut geschützt sind. Das war immer sehr fraglich. Kommen jetzt immer mehr Beweise, dass auch die sehr gut geschützt sind. Und zum anderen ist es ein neues Impfkonzept, das wirklich Hoffnung macht. Und von jenen in der Kontrollgruppe der Geimpften, die krank wurden, war nur ein schwererer Verlauf. Und bei der anderen Impfung von Moderna gab es überhaupt keinen schweren Verlauf. Also es scheint wirklich alles in diese Richtung zu laufen. Nur müssen wir wirklich die Prüfung der Behörden abwarten, um dann endgültig das Okay zu geben, womit durchaus zu rechnen ist. Das stimmt also sehr zuversichtlich. Kommen wir noch mal kurz zu dem zurück, was England gemacht hat. Das ist eine Notfallzulassung. Was bedeutet das? Heißt das eine Zulassung für wenige Wochen, die dann wieder zurückgezogen wird? Oder was kann man sich darunter vorstellen? Es ist genauso, wie Sie sagen. Es ist eine befristete Zulassung, die jedes Land entscheiden kann für sich. Bedeutet aber nicht, dass das eine generelle Zulassung wäre. Denn schlussendlich entscheiden dann schon noch die internationalen Behörden, ob das dann wirklich auch in Massenimpfprogramme aufgenommen werden kann. Jedes Land kann das für sich entscheiden. Aber
wir haben die 27 europäischen Länder schon zu Beginn dieser Pandemie gesagt, wenn wir hier einen Weg gehen, dann wollen wir einen gemeinsamen gehen. Und dann wird es eine Prüfung für alle Länder geben, auf die sich dann alle verlassen können. Wir wollen keine Alleingänge, wo irgendjemand aus politischen oder sonstigem Kalkül eine Impfung vorziehen will, genauso wie es jetzt in Großbritannien passiert. Die Europäische Arzneimittelbehörde, die plant also am 29. Dezember einen Impfstoff zuzulassen. Wir haben es gerade gehört von unserer Korrespondentin aus Brüssel. Dort plant man am 5. Jänner mit den Impfungen zu beginnen. In Österreich soll auch im Jänner noch begonnen werden, hat es geheißen. Wie darf man sich das vorstellen? Wie wird das dann ablaufen? Gut, hier laufen die Vorbereitungen schon seit Wochen. Nachdem man gesehen hat, dass diese Impfstoffe eine sehr, sehr gute Wirkung zeigen, da war dann schon klar, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es unter Umständen sehr schnell gehen kann. Genau das ist passiert. Wir haben auch unterschiedliche Vorgangsweisen bei den Impfstoffen. Es gibt den einen Impfstoff, den muss man bei minus 80 Grad lagern, kann ihn dann aber doch einige Tage noch bei Kühlschranktemperatur dann durchaus noch weiter lagern. Aber es muss dann doch relativ schnell gehen. Das bedeutet, hier braucht man eine enorme Logistik. Beim zweiten Impfstoff ist es nicht so, den kann man bei etwas höheren Temperaturen, so um die minus 20 Grad lagern. All das ist aber sehr wohl schon ausgearbeitet an Plänen. Wohin kommt der Impfstoff? Wie wird er verteilt in den Nationalstaaten Europas und dann auch in den Bundesländern in Österreich? Wir wissen, am Flughafen gibt es bereits die entsprechenden Lagerstätten. Also für die Verteilung, für die Logistik ist schon sehr, sehr viel vorbereitet worden. Die Impfung, die soll einmal freiwillig sein in Österreich. Es gibt auch Menschen, die fordern eine Impfpflicht, einfach auch um Impfgegner dann doch zu einer Impfung zu bewegen. Wie kann man den Impfskeptiker, sage ich einmal, überzeugen, dass eine Impfung sinnvoll ist? Schlussendlich ist die Impfpflicht natürlich eine politische Entscheidung. Und dass es Impfskepsis gibt, damit hat die Forschungswelt schon länger zu kämpfen. Wir wissen aber aus der Geschichte der Medizin, welche Erfolgsgeschichte diese Impfungen eben sind. Und jene, die jetzt vielleicht gegen solche Impfungen sind, sollten sich vielleicht überlegen, wie sie es geschafft haben, ohne Wundstarrkrampf, ohne Kinderlähmung, ohne Masern und andere Dinge leben zu können. Das haben sie auch zu guten Teilen Impfungen zu verdanken. Wichtig ist hier aber natürlich, dass die Sicherheit oberstes Gebot sein muss. Und es ist durchaus verständlich, dass hier Skepsis herrscht, wenn es jetzt auch so schnell gegangen ist. Aber genau das spricht ja auch wieder dafür, dass man hier jetzt in Europa sagt, so schnell wollen wir das jetzt auch nicht machen. Wir wollen hier keine Alleingänge. Es ist Boris Johnson unbenommen, Alleingänge zu gehen. Er hat es schon einmal am eigenen Leib erfahren, als er diese Covid-Krankheit noch sehr klein geredet hat und dann Zeit hatte, auf der Intensivstation darüber nachzudenken, ob er hier richtig gelegen ist. Viele warten also gespannt und eigentlich hoffnungsfroh auf die Impfung, damit die Pandemie besser in den Griff zu bekommen ist. Bis dahin muss man sich mit Testen und Tracen und Abstand halten begnügen. Na, Massentests sollen jetzt in Österreich mehr Sicherheit bringen, zumindest mehr Wissen darüber, wer infiziert ist und wer nicht und die Möglichkeit, Infektionsketten rascher zu brechen. Seit Mitternacht können sich zum Beispiel die Wienerinnen und Wiener für die Massentests anmelden. Ab morgen bis zum 13. Dezember laufen die dann. Die im Vergleich zu anderen Bundesländern geringe Anzahl von 3 Teststraßen verteidigt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Durch ein Terminanmeldesystem soll ein Gedränge verhindert werden. Ohne Termin kein Test. Durch das Anmeldesystem sollen Schlangen bei den 3 Teststationen in Wien verhindert werden. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kritisiert, dass es noch keine Möglichkeit für eine telefonische Anmeldung gibt. Gerade für die ältere Generation sei das wichtig. Daher werde diese Möglichkeit der Anmeldung jetzt beim Bund urgiert. Wie viele Wienerinnen und Wiener sich tatsächlich anmelden werden, sei noch völlig unklar. Man hoffe auf eine Beteiligung von 50%. An den Teststationen wird zunächst ein Antigen-Schnelltest mittels Nasen- oder Rachenabstrich durchgeführt. Nach 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. Ist es positiv, wird noch an Ort und Stelle ein genauerer PCR-Gurgeltest durchgeführt. Man rechne mit 0,5 bis 1% positiver Ergebnisse, so Hacker. Dass positiv Getestete danach mit der U-Bahn heimfahren könnten, sei Hacker zufolge kein Problem, wie er gestern in der ZIB 2 betonte. Und alle Menschen, die bei uns in Wien in die Hallen kommen, bekommen sofort beim Eingang, noch vor dem Eingang, eine FFP2-Maske. Und mit einer solchen FFP2-Maske kann man auch ohne Gefahr für andere zu sein, wieder nach Hause fahren und sich in die Quarantäne begeben. Darüber, wie genau die Ergebnisse der Antigen-Schnelltests insgesamt sind, herrscht auch unter Experten keine Einigkeit. Wir fragen unseren Wissenschaftsexperten Günther Meyer, was darf man sich denn erwarten von diesen Massentests?
Es ist sicher mal ein Blick in die Gesellschaft, wenn man so will. Und vor allem, was jetzt bestimmte Gruppen betrifft, Lehrerinnen oder Krankenhauspersonal, wo man gezielt testet, dort ist das in der Regel sehr erfolgreich. Bei Massentestungen kann zum Problem werden, dass man sehr viele Menschen testet und dass die unter Umständen sehr viele falsch positiv sind. Also, dass sie positiv getestet werden, obwohl sie nicht infiziert werden sind. Das liegt eben an der Ungenauigkeit dieser Tests. Das bedeutet, man muss das dann eben nachtesten. Und das kann natürlich zu einer Herausforderung für die Labore werden, in der Auslastung, denn sie sind jetzt schon an der Grenze ihrer Kapazität oft. Und wenn dann hunderttausende Menschen dann mit ihren Proben dazukommen, dann kann das natürlich relativ schnell zu einer Überlastung führen. Das heißt, man muss diese Teste auch über mehrere Tage verteilen. Das ergibt sofort wieder das Problem, dass die Infektionslage natürlich jeden Tag wieder eine andere sein kann. Und wir wissen, diese Krankheit ist innerhalb von 5 Tagen ungefähr ansteckend. Bei diesen hochinfektiösen Menschen sind diese Tests sehr, sehr erfolgreich. Das erkennen sie schnell. Sie tun sich aber schwer mit Menschen, die vielleicht gerade am Beginn der Krankheit sind oder wo die Krankheit auch schon wieder langsam verschwindet. Dann ist weniger Virenmaterial vorhanden. Und dort sind diese Tests zu wenig sensibel. Und hier müsste man dann eben auch wieder nachtesten. Das heißt, es bietet schon einen guten Überblick, aber es ist ein enormer logistischer und finanzieller Aufwand, wo wir jetzt noch nicht ganz sehen, was das dann in der Pandemie bewirken wird. Und es wird auch wichtig sein, zu unterscheiden, was sind jetzt die Folgen des Lockdowns, denn der wird noch nachwirken, und was sind dann vielleicht die Folgen dieser Schnelltests, wo man doch viele Menschen, die infiziert sind, dann durchaus aus der Gesellschaft herausbringt. Das muss man dann genau auseinander dividieren, um zu wissen, welchen Erfolg hatten wir damit wirklich. Wenn Sie jetzt aber sagen, Menschen mit einer geringen Virenlast, etwa ganz am Anfang einer Infektion oder ganz am Ende, die erkennt der Test nicht, sind die überhaupt ansteckend? In der Regel sind sie das dann nicht. Aber eben, es kann eben sein, dass der Test dann entweder anspringt, dass er eben Menschen, die eigentlich nicht infektiös sind, als solche deklariert, oder dass er am Schluss einfach sie nicht mehr findet. Und es kann natürlich auch passieren, dass er Menschen, die durchaus positiv sind, in den berühmten PCR-Tests als solche nicht erkennt. Auch das kann passieren. Das heißt, hier gibt es Ungewissheiten, mit denen muss man leben. Die sind auch in die Statistik schon einbezogen, der Pandemierechnungen. Aber wie gesagt, es ist enorm wichtig, hier auseinanderzuhalten, was sind die Folgen des Lockdowns und was sind jetzt die Folgen der Massentestungen, die uns bestimmte Menschen aus der Gesellschaft herausgenommen haben, die viele andere Menschen infizieren könnten. Und genauso gut muss das Contact Tracing und alles andere weitergehen, um die Pandemie auch an dieser Front, wenn man so möchte, unter Kontrolle zu halten. Dennoch bleibt es natürlich eine Momentaufnahme von dem Moment, wo die Massen eben zum Test gehen. Und das kann ja dann nach ein paar Tagen schon wieder ganz anders ausschauen. Das ist genau das Problem. Deshalb wäre es auch enorm wichtig, hier mehrere Testreihen zu machen. Und das bedeutet natürlich wiederum einen neuen logistischen Aufwand. Das heißt, man wird ja nicht alle paar Tage das gesamte Land durchtesten können. Umso wichtiger ist es aber doch auch, dass sehr viele Menschen sich testen lassen, denn dann hat man einen sehr guten ersten Überblick und kann dann vielleicht in der Folge gezielter in Gruppen hineingehen, wo man sieht, wir haben Problemzonen in bestimmten Regionen, in bestimmten Berufsgruppen unter Umständen. Das bedeutet, je mehr jetzt am Anfang sich testen lassen, umso genauer kann man dann nachjustieren bei den folgenden Tests. In Südtirol und in der Slowakei hat man solche Massentests schon gemacht. Wie ist man das da angegangen? Naja, in der Slowakei hat man es ungefähr ähnlich probiert wie in Österreich, hat aber die zweite Testreihe dann schon ausgelassen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man eben mit diesen Ungenauigkeiten dieser Tests vielleicht nicht so stark gerechnet hat. Man muss dann enorm viel nachtesten, um zu verlässlichen Ergebnissen zu kommen. Und das kostet wieder Zeit. Das ist natürlich bei einer geringeren Testzahl wie in Südtirol einfacher zu bewerkstelligen. Aber wenn wir jetzt in Österreich von doch Millionen vielleicht ausgehen, dann ist das schon eine große Herausforderung, das alles dann auf einen Nenner zu bringen. Günter Meyer, Sie beobachten ja die Entwicklung und die Verbreitung des Coronavirus von Anfang an, noch bevor es eigentlich in Österreich angekommen ist, nämlich als es die ersten Fälle in China gegeben hat. Jetzt sind wir fast am Ende dieses ersten Corona-Jahres. Was wissen wir denn bisher mehr und wie wird es denn im nächsten Jahr weitergehen? Ja, wir wissen enorm mehr. Gesundheitsminister Anschober hat ja heute schon so etwas wie eine Bilanz gezogen über das ganze Jahr, wie das begonnen hat, wie wir die erste Welle hatten, wie man dann im Sommer sich einigermaßen sicher war. Man hätte es hinter sich, das haben, glaube ich, zu viele geglaubt. Und man hat aus den Erfahrungen ja auch gelernt, dass durch viele Reisen und durch Urlaube und durch Heimkehrer dann sehr viel wieder eingeschleppt wurde. Deshalb auch jetzt die Beschränkungen in den Weihnachtsfeiertagen. Das will man sich ein zweites Mal ersparen. Ich denke, das ist eine vernünftige Sache, um eben diese Einschleppungen so gut es geht hintanzuhalten. Das ist natürlich für die Menschen fast
kaum erträglich. Aber um die Infektionszahlen so weit zu kontrollieren, ist es wahrscheinlich ein Schritt, der notwendig ist. Wenn wir das aber vergleichen, was wir im Frühjahr gesehen haben, wissen wir deutlich mehr über dieses Virus. Wir haben so de facto schon eine Impfung. Also wie es Anthony Fauci in den USA gesagt hat, der Seuchenberater, there is hope on the way. Also Hoffnung ist unterwegs, Hilfe ist unterwegs, help is on the way, but we need to be careful. Also wir müssen immer noch vorsichtig sein. Und zwischen diesen beiden Polen werden wir uns alle bewegen müssen. Wir dürfen aber vorsichtig hoffen, dass das Jahr 2021 insgesamt besser wird als das diesjährige, was Corona betrifft. Ich würde in jedem Fall davon ausgehen, auch wenn jetzt Boris Johnson vielleicht davor geprescht ist, aber diese Impfstoffe halte ich für so wichtig und so gut, dass sie das Potenzial haben, uns wirklich dann aus dieser Krise langsam hinauszuführen. Dankeschön, Günther Meyer, für den Blick der Wissenschaft auf das Coronavirus. Wie gesagt, am Montag endet der strenge Lockdown in Österreich, aber es bleibt ein Lockdown-Light über. Es werden weiterhin Beschränkungen bestehen. Wir haben uns umgehört, was die Menschen dazu sagen. Meiner Meinung nach ist es jetzt nicht sinnvoll, weil ich finde, die Infektionszahlen sind nicht so weit zugegangen, dass es irgendwie jetzt an, sagen wir mal, gerechtfertigt wäre, das zu lockern. Es ist höchste Zeit, dass die Menschen wieder daran denken, dass sie vielleicht selber Verantwortung auch tragen. Und dann bräuchte es nicht solche rigiden und fast diktatorischen Maßnahmen seitens der Regierung. Ja, ich finde Tagesausflüge beim Skifahren sind auch kein Problem. Natürlich kann man jetzt natürlich, wenn man sagt, es ist ein schönes Wetter, dann kann man spontan einmal nach Hinterstoder fahren oder kann man mal einen Tag zum Skifahren nutzen. Und natürlich ist es toll, wenn der Handel aufmacht, aber es sollte auch die Gastronomie wieder aufmachen können. Von mir aus zeitlich eingeschränkt, aber dass wieder soziales Leben stattfinden kann. Höchste Zeit, dass man die heimische Wirtschaft wieder mal unterstützen kann und vor Ort kaufen kann und immer aufs Online-Business ausweichen muss. Nachdem ich jetzt im 21. Jahrhundert fast geboren bin, kann ich das großteils online erledigen und finde es jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man da jetzt wieder alles aufsperrt. Also für mich wäre es völlig okay, wenn alles jetzt noch Zeit dazu wäre und dass man das dann einfach wirklich ordentlich die Zahlen hinunterbringt. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass es besser wäre, wenn man die Schule noch geschlossen halten würde. Also wenn das noch nicht anfangen würde. Weil ich glaube, dass das doch sozusagen Infektionsherde sein können. Grundsätzlich finde ich das sehr gut, denn die sozialen Kontakte, besonders für die kleinen Schüler und Schülerinnen, können sie sich zu Hause im eigenen Umfeld nicht holen. Gemischte Reaktionen also von der Bevölkerung zu den künftigen Regeln, die ab Montag in Österreich gelten. Ich darf sie Ihnen noch einmal zusammenfassen. Die Pflichtschulen, die öffnen wieder. Also Volksschulkinder und Kinder der Unterstufe bzw. in den Mittelschulklassen, die kehren an die Schulen zurück. In der Unterstufe und der Mittelschule muss allerdings Mund-Nasen-Schutz getragen werden, sowohl von den Schülerinnen und Schülern als auch vom Lehrpersonal. Maturanten, die werden auch wieder in der Schule unterrichtet. Die Schüler der 5., 6. und 7. Klassen, die bleiben im Homeschooling. Der Handel wird wieder geöffnet, mit Auflagen natürlich, mit einer Quadratmeterbeschränkung, wie wir das aus dem Frühling schon kennen. Körpernahe Dienstleister dürfen wieder aufsperren, auch mit Sicherheitsauflagen. Museen und Bibliotheken sperren am Montag auch wieder auf. Die Ausgangsbeschränkung, die wird von 20 bis 6 Uhr in der Früh gelten, so wie wir das aus dem Lockdown Light schon kennen. Und man darf auch einen anderen Haushalt wieder treffen. Skifahren wird über Weihnachten möglich sein. Hotels und Gastronomie, die bleiben allerdings bis zum 7. Jänner geschlossen. Soweit die Neuerungen ab Montag. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei dieser ZIP-Spezial. Wünsche noch einen angenehmen Nachmittag. Und die nächsten Nachrichten, die gibt es dann wieder wie gewohnt um 17 Uhr.